Heute gibt's wieder einen Lifehack von uns. Schön, seid ihr mit dabei. Wir basteln aus einer Chipsdose einen Wattepad-Spender. Dazu brauchen wir eine Chipsdose, Geschenkpapier, Lineal und Bleistift, Schere und Cutter, Leim und allenfalls Dekostifte. Die Dose bekleben wir als erstes mit Geschenkpapier. Dazu die Dose abmessen und mit plus einem Zentimeter auf das Geschenkpapier übertragen. Das zugeschnittene Papier oben und unten je ca. 1 cm einklappen. Nun das Papier auf die Dose kleben. Als nächstes kommt die Öffnung. Am besten kurz vorzeichnen und dann mit Cutter oder Schere ausschneiden. Wer mag, kann die Dose noch nach Belieben verzieren. Wattepads rein und schon ist sie bereit für die Morgen- und Abendtoilette. Weitere Beauty-Hacks haben wir euch beim i verlinkt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!